Moin Leute, was geht? In diesem wirklich kurzen Video geht es wieder um ein neues Feature bei Moonshiner. Bei den Schwarzbrenner könnt ihr nämlich im Keller auch noch eine Bar einbauen. Das sollte für niemanden was Neues sein, allerdings, wenn ihr in dieser Bar seid und einfach mal richtig hackedicht, dann fällt euch zum Beispiel das Instrumentspielen ziemlich schwer und wenn ihr dann noch den Kunstgriff ausübt, dann kommt der Charakter damit überhaupt nicht klar und fällt fast um. Aber das ist ja kein Feature, sondern nur eine Tatsache. Das Feature, was ich euch vorstellen will, dafür braucht ihr nämlich einen Freund bzw. mehrere Freunde. Mein Kollege tanzt schon im Hintergrund. Und das gefällt mir ja so gar nicht. Also gehe ich mal zu ihnen hin und klatsch ihnen einfach mal schön eine. Und das ist einfach ziemlich cool, weil dieses Feature, das kann man nur benutzen, wenn man in der Bar bzw. im ganzen Schwarzbrenner-Gebäude drin ist und auch nur betrunken ist. Da ist es egal, ob ihr euch mit den Schwarzgebrannten besauft, den ihr selber herstellt, oder ob ihr dafür anderen Alkohol benutzt. Des Weiteren ist nicht nur Schlagen eine Option, sondern auch das Umarmen. Das ist zwar ziemlich witzig, allerdings das Schlagen bzw. das Backpfeife geben ist ziemlich witzig und vor allem sieht das richtig bescheuert aus, wenn dieser einfach mal daneben geht. Wenn ihr jetzt gerade wirklich hackedicht seid und euch ein paar Backpfeifen mit einem Kollegen gibt, ist es wirklich so, dass ihr nach ein paar Sekunden wirklich wieder nüchtern seid. Das ist dann ein bisschen kacke, weil ihr wollt euch natürlich mit euren Kollegen da hier schöne eine Backpfeife geben. Deswegen immer schöne an die Bar stellen und euch immer schöne zuschütten. Das ist ziemlich witzig, dass Rockstar so ein wirklich unnötiges Feature eingebaut hat. Aber es ist einfach mal sowas von geil und witzig. Von daher, testet es wirklich mal aus, es macht auf jeden Fall Spaß. Mit einem Kollegen ist es schon amüsant, allerdings wenn ihr mit mehreren Kollegen zusammen hockt, ist das um ein Vielfaches lustiger. Also ich finde dieses Feature wirklich geil. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Feature etwas Neues zeigen, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Des Weiteren bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao.